alte Dinge. Meinst du, die Leute merken das irgendwann? Und damit herzlich willkommen zurück bei Starfields. Ja, schön. Schön, dass wir wieder hier sind. Ja, bei Starfield. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es gar nicht. Hier, Krypto. Krypto. So, der Schlüssel. Und damit machen wir einen Sprung zum Schlüssel. Wir jumpen. Und wir haben einen Jump gemacht. Jump. Wir jumpen hier und da. Jump, jump, jump. Falara. So. Wir düken an. Damit Wenn sollten wir dann... Machst, mach ich zack. Ich bin deine Begleitung. Dein Schatten. Oh mein Gott. Der soll aufhören. Bitte. 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 So. Wenn du entspannen willst, meide das Last Nova. Borg ist im Moment eine ziemliche Spaßbremse. Okay. Wenn du Bock siehst, sag ihm, er soll ein wenig lockerer werden. Werde ich machen. Last Nova. Mal gucken, ob wir auch Nova da finden. Yeah. Willst du was anfangen? Weil ich's dann beende. Okay, gibt's hier schon mal nicht. Sie ist nicht da. Hätte ja sein können. Boah, ich hasse diese Ladesequenzen. Bethesda, das muss sich mal echt ein bisschen ändern. Wie das hier aussieht. Ja. Dass der Schlüssel noch nicht auseinandergefallen ist. Das ist ein Wunder. Brauchst du was? Nee, ich suche den Fahrstuhl wieder mal. Oh. Ich such nur wieder den Fahrstuhl. Wie immer. Wie immer. Wir haben auf dem Schlüssel keinen offiziellen Wachdienst. Aber Verräter entgehen uns nicht. Habe ich verstanden. Hast du Durst? Bock im Lastenover. Dein Kumpel Rokoff ist auf dem Schlüssel. Hat mir erzählt, was passiert ist. Sehr gut. Ja, er redet sich über dich den Mund fusselig. Jetzt weiß ich wieder, warum wir ihn aus der Fleet geworfen hatten. Ach ja? Sieh mal einer an. Schon gut, Neva, wir haben's verstanden. Also dann, wenn du für ihn bürgst, können wir Rokoff noch eine Chance geben. Na gut, jetzt, wo das geklärt ist, können wir endlich zur Sache kommen. Cricks Vermächtnis. Apropos Informationen. Lass mich die Daten aus dem Galbank-Archiv sehen. Mhm. Ah, der Galbank-Transport ist also über Bannock IV verschwunden. Bannock, warum kommt mir das bekannt vor? Neva? Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich bin schon dabei. Und... da ist es. Mhm. Bannock 4. Mal sehen. Verdammt, Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse. Da kommt kein Schiff ran, ohne dass sämtliche Schaltkreise an Bord durchbrennen. Eine EM-Klasse? Unmöglich. Es existiert kein Schiff, das solchen Interferenzen standhalten könnte. Hm.
Klar, wir ummanteln dein Schiff einfach mit Tonnen von Kupfer und schießen dich direkt rein. Das sollte klappen, oder? Jetzt haltet beide mal den Mund und strengt euer Hirn an. Kriggs hatte sicher dasselbe Problem. Wir müssen also nur rauskriegen, wie er es gelöst hat. Reine hat gelöst? Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Das ist die richtige Einstellung, Neuling. Davon sehe ich in letzter Zeit in der Crimson Fleet nicht genug. Neva, den Gelbank-Daten zufolge hatte der Transport einen CBR-27-Transponder. Können wir den verfolgen? Die genaue Position orten? Diese Transponder sind Militärtechnik mit Ultrabit-Verschlüsselung und ständig wechselnden Frequenzen. Dafür haben wir nicht die Technik. Aber bevor du dich jetzt aufregst, ich habe gehört, die UC arbeiten an einem Entschlüsselungssystem für Schiffssignale. Sie nennen es ComSpike. Wenn wir uns das Gerät holen, können wir alles verfolgen, was wir wollen. Okay, ich habe einen Plan. Klappe zu, Ohren auf. Bestimmt wieder ich. Du und Neva klügeln aus, wie wir an dieses ComSpike-Ding kommen. Ich will es haben, auch wenn es sich an der Spitze des Mast befindet. Und ich kümmere mich inzwischen um das Problem mit dem EM-Gasriesen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen kann. Ich brauche etwas Zeit, um die ComSpike-Sache mit Jazz durchzurechnen. Aber dann wissen wir, wo wir hin müssen. Okay. Unser Bestes? Wie alt bist du? 5? Sorry. Hey, das reicht! Kriggs Vermächtnis ist zum Greifen nahe. Ich habe Besseres zu tun, als mich um euch Streithähne zu kümmern. Also reißt euch am Riemen und macht euch an die Arbeit. In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Komm mit. Ja, dann lauf. Danke, dass du mich gut aussehen lässt. Sonst hätte ich dich töten müssen. Die Fleet ist eine wahre Familie. Okay. Dann lauf mal. Ich folge dir. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie noch was über deine Dingens mitteilen. Schatz? Schatz? Ah, da bist du. Schmuggeln ist besser als ehrliche Jobs. Das wäre ja offensichtlich. Oh, klar. Vergiss die Frage. Solange die Fleet an erster Stelle steht, haben wir keine Probleme. Okay, kommen wir direkt zur Sache. Hast du den Erdenretterpreis? Oder wirst du mich bitterlich enttäuschen? Ich will ihr den eigentlich nicht geben, aber ich gebe ihr den, um mehr Anerkennung zu kriegen, ne? Na, sieh mal einer an. Du hast tatsächlich meine Anweisungen befolgt und kriegst jetzt einen Batzen Credits. Und es vielleicht wäre Vertrauen. Natürlich noch mehr Geld gewesen, wenn du Rokov nichts von diesem blöden Ding erzählt hättest. Aber das ist dein Problem. Ja. Hier ist jedenfalls dein Geld. Mach so weiter und ich gewinne noch Respekt vor dir. Okay, Fleet. Wir haben alle genug zu tun. Also gehen wir es an. Level 33. Sehr gut. Erstatte. Wenn du Credits brauchst, sieh dir die Auftragsbörse im Kern an. Mhm. Diese Credits stehlen sich nicht selbst. So. Warte mal, jetzt müssen wir mal eben hier unsere Skillpunkte ein wenig verpunktalisieren. Überzeugen. Analyse, Biotechnik gewinnen. Doppelter Boni, Fliegen.
Wir brauchen Überzeugungskraft. Ich überzeuge lieber, anstatt die ganze Zeit mit den Waffen rumzuhantieren. Also, würde mir ihr, ne? Gefallen. Die Fleet ist Familie. Naja, die Fleet ist Familie. Ja, natürlich. Hey, Familie. Wir dürfen. Wenn du startbereit bist. Ich bin startbereit. Schatz, geh doch mal beiseite. Ja, eure Unfehlbarkeit. Er schon wieder. Abdocken. So, und dann der Sprung dahin. Entschuldigung. Und ab geht's. Der Planet kommt näher. Man wird jetzt bumm. Schiff kaputt, weil Planet zu nah. Nein, bitte nie. So, wo muss ich denn hin? Achso, da. Ja, hoffentlich orten die mein System nicht. Also mein Schiff nicht. Das wäre jetzt nicht so gut. Wir sind angedockt. Die Crew dieses Schiffes wird begeistert. Ja, so wie wir angedockt haben, das ist Wahnsinn. Ich habe da so ein ganz schlechtes Gefühl, dass das alles irgendwie nach hinten losgeht. Wir jagen Piraten in der ganzen... Auf der Siren of the Stars hat wohl jemand für einigen Tumult gesorgt. Was? Ich nehme an, das warst du. Vielleicht. Ja, und das ganz ohne Verluste. Ausgezeichnete Arbeit. Nun ja, abgesehen von dem Ecliptic-Mordkommando im Archiv. Um die Sache haben wir uns übrigens gekümmert. Ich nehme übrigens an, dass du die Daten von den Galbank-Computern kopiert hast. Ja. Lass mich das mal ansehen. Die Legacy ist also über Bannock 4 verschwunden. Warum kommt mir das bekannt vor, Toft? Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse, Sir. Die Fleet verfügt über keine Schiffe, die sich einem solchen Planeten nähern könnten. Das klingt ja fast, als würdest du ihn bewundern. Und zwar, ja, weil er jeden unserer Informanten ermordet hat. Ah. Wenn du so jemanden bewunderst, ist das vielleicht nicht der richtige Auftrag für dich. Das reicht, Lieutenant. Ich bewundere ihn ja gar nicht. Selbst wenn Delgado eine Lösung für das EM-Problem hat, müssen sie immer noch das Transponder-Signal der Legacy orten. Sie wissen schon vom Comspike-Projekt? Verflucht. Ich fürchte, ich weiß nichts von diesem Gerät, Sir. Und das solltest du auch nicht. Es ist ein streng geheimes Projekt. Aha. Es ist ein äußerst fortschrittliches Entschlüsselungs- und Ortungssystem, an dem die UC Navy schon seit Jahren arbeitet. Wie hat die Crimson Fleet davon erfahren? Es muss irgendwo ein Informationsleck geben, Sir. Anders lässt sich das nicht erklären. Ich sehe mir die Sache mal an. Na gut. Also, unser Plan ist wie folgt. Du spielst weiter deine Rolle und versuchst an Comspike zu kommen. Lieutenant Hoft und ich recherchieren Bannock 4. Okay. Was würde das schon bringen? Die Crimson Fleet hat offenbar im UC-Militär eine Quelle, die sie mit Informationen versorgt. Jeder Versuch, den Comspike zu verlegen, wäre reine Zeitverschwendung. Nein, wir behalten das für uns. Okay. Perfekt. Bleib einfach beim Plan, dann sehen wir, wer Cricks Vermächtnis zuerst findet. Alles klar, Sir.
Deine Mission auf der Siren war angeblich ein Erfolg. Der Commander ist sicher sehr zufrieden. In der Grundausbildung hatte ich die meisten Fleetkills. Diese Mission erfordert in vielerlei Hinsicht Diskretion. Das freut mich. Sehen wir es uns mal an. Dombrowski verdiente bereits ein Vermögen. Und doch konnte er der Veruntreuung nicht widerstehen. Unfassbar. Ja. Das macht mich krank. Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, diesen Typen einzubuchten. Sehr gut. Weißt du noch mehr? Unglaublich, dass all diese Märchen über Cricks Vermächtnis nur auf ein Gerücht zurückgehen, das Jasper Cricks im Knast aufschnappte. Das zeigt nur, wie ein winziges Gerücht zu einem riesengroßen Märchen werden kann. Sonst noch etwas? Nee, das war's fürs Erste. Gut, gut. Da draußen wartet noch mehr auf dich. Bleib dran. Jawohl. Wenn noch was ist, sag Bescheid. Okay. Siren of the Stars, ja? Ja. Das war ich. Das war ich. Cockpit hätte ich drücken sollen direkt. Ja, Mann. Mist. Naja, egal. Jetzt geht's los. Aber erst muss ich mal auf Klo. Warte mal. Also warte mal. Was ist denn das? Ach so. Ah, okay. Wir können auch eine Runde pennen. Ein Kühler, eine Kühlerbox, auch sehr gut. Das. Ach, Sarah. Ich bin eine Motte. Du das Licht. Oh nein. Ich bin ein Magnet. Du der Kühlschrank. Du bist ein Spinner. Hilfe. Ich kann nicht mehr. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit Frau. Bis zum nächsten Mal.